Heute möchte ich euch mal ein Rezept mit dieser Kohlart vorstellen. Das ist italienischer Palmkohl oder Schwarzkohl genannt. Sehr interessant für Gartenbesitzer, für Selbstversorger, aber auch für Leute, die nur einen Balkon mit einem großen Topf haben. Die Pflanzen werden zwar relativ groß, sind aber sehr, sehr winterfest. Das heißt, man kann sich das ganze Jahr über, wie jetzt, einige Blätter abmachen, der Rest der Pflanze bleibt stehen und wächst weiter. Und daraus mache ich heute einen italienischen Kohltopf. Da kommen Mettwürste rein, Kartoffeln, viele frische Kräuter, Knoblauch, Chili. Aber die Zutaten zeige ich euch jetzt mal. Die erste Zutat ist natürlich der Schwarzkohl. Da habe ich einige Blätter von der Pflanze abgemacht und die kann jetzt noch weiter wachsen. Und das kann man dann ständig weiter beernten. Als zweites Grünkohlblätter. Und im Gegensatz zu dem, was man früher gesagt hat, da muss es nicht unbedingt drauf gefroren haben. Das dritte sind Blätter von einem russischen Federkohl, habe ich auch noch nie gehabt. Und im Grunde genommen könnte man fast jede Blattkohlart dafür verwenden. Man könnte sich jetzt auch Blätter vom Rosenkohl oder was man sonst noch im Garten hat, abpflücken. Hier in der Schüssel zwei Sorten Bohnen, einmal die Kerne von dicken Bohnen und einmal kleine weiße Trockenbohnen. Beide sind über Nacht eingeweicht und die dicken Bohnen habe ich schon geschält. Drei Kartoffeln oder so viele, wie man haben möchte. Ich habe jetzt eine etwas mehlige Sorte benutzt. Da ist der Vorteil, das ganze Gericht wird so etwas sämiger. Hier verschiedene Mettwurstarten. Die habe ich am Wochenende aus Bayern mitgebracht und wie ihr seht, probiert habe ich die auch schon. Das ist eine mit Chili und hier ist Kümmel drin. Die Tomaten hier sehen nicht mehr so schön aus, müssen sie auch nicht. Die lösen sich komplett auf und sorgen für so eine leichte Säure. Eine Zwiebel, drei Knoblauchzehen, relativ große, eine Chili, mittelscharf, ein Lorbeerblatt. Das hier ist Bergbohnenkraut. Im Gegensatz zu dem Einjährigen ist das, ja, könnt ihr euch denken, mehrjährig. Und frischer Oregano. Salz und Pfeffer und etwas Olivenöl. Die Verarbeitung von diesen Blattkohlsorten ist sehr, sehr einfach. Sowohl bei dem Schwarzkohl, genau wie bei dem Federkohl, als auch bei dem Grünkohl. Man hat in der Mitte diese Blattader, die ist zu hart, um mitgegessen zu werden. Das heißt, man nimmt sich ein Messer oder einfach die Finger. Und reißt die einfach da raus. Das ist das, was übrig bleibt. Das könnte ich jetzt noch waschen. Wie haltet ihr das eigentlich? Sachen aus dem eigenen Garten, die offensichtlich nicht dreckig sind, wascht ihr die? Also ich spare mir das. Diese ganzen Blätter nehme ich mir jetzt. Drück sie zusammen. Und schneide die einmal grob durch. In Deutschland schneiden wir viele Kohlsorten wie den Grünkohl ja relativ klein. In Italien ist das nicht so. Da lässt man den auch gern etwas größer. Hat den Vorteil, der Geschmack kommt viel besser heraus und bleibt beim Kochen auch viel, viel besser erhalten. Die Kartoffeln schälen und so grob schneiden, wie man das gerne mag. Die Zwiebel wird geschält und relativ grob geschnitten. Knoblauch sollte man nicht zu fein schneiden. Eine Knoblauchzehe hebe ich mir für das Ende auf, also wenn das Gericht gar ist, dann kommt der Knoblauchgeschmack noch mal viel besser raus. Wer das nicht mag, einfach weglassen. Das Gericht ist im Grunde genommen nicht so scharf, deshalb aus der Chili fast alle Kerne rausnehmen und das Kerngehäuse und die relativ fein hacken. Die Mettwürste werde ich halbieren oder je nachdem dritteln. Die kommen nicht von Anfang an mit rein, da würde viel zu viel Geschmack verloren gehen. Die sind auch relativ schnell warm oder gar. Halbieren deshalb, weil sie einige der Gewürze und des Fetts dann noch an das Gemüse abgeben können. Die Tomaten werde ich jetzt nur halbieren oder vierteln. Die kommen relativ früh mit rein. Die sollen sich ja später komplett auflösen. Bei den Kräutern könnte ich mir jetzt die Arbeit machen und die Blätter von den Stielen abzupfen. Lasse ich aber. Ich schmeiße das Ganze so wie es ist gleich mit in den Topf rein
und das wird von ganz alleine abgehen. Dann kann man am Ende die groben Stiele einfach rausholen. Zuerst kommt das Olivenöl in die Pfanne. Jetzt könnte man meinen, man würde erst die Zwiebel anbraten. Ich mache das nicht. Ich brate erst den Kohl an. Das gibt nochmal ein ganz besonderes Aroma. Jetzt schon etwas Salz und Pfeffer, die Zwiebeln, die eingeweichten Bohnen, Kartoffeln. Ich glaube, man kann ganz gut sehen, der Kohl hat etwas Farbe angenommen. Tomaten, Knoblauch und Chilis kommen jetzt auch rein. Und jetzt mit Wasser auffüllen. Das Ganze soll keine Suppe werden, deshalb habe ich jetzt erstmal einen halben Liter Wasser genommen. Das Lorbeerblatt zerreiße ich und die gesamten Kräuter obendrauf. Wenn man es gerade im Haus hat, ein Schuss Weißwein kann hier gar nichts schaden. Jetzt, wo das Wasser wieder anfängt zu kochen, gehe ich zum ersten Mal mit der Hitze runter. Etwas weniger als die Hälfte erstmal. Deckel drauf. Und das Ganze darf jetzt leicht für ca. eine halbe Stunde vor sich hin kochen. Zusammen mit den Mettwürsten wird das Ganze jetzt nochmal ca. 10 Minuten leicht köcheln. Als finaler Schritt kommt jetzt noch der fein gehackte Knoblauch darunter. Und schon ist unser Kohlgericht fertig. Das geht natürlich auch mit anderen Kohlarten, vielleicht nur mit Grünkohl, wenn ihr jetzt gerade keinen Schwarzkohl habt. Aber mein Tipp, versucht wirklich mal Schwarzkohl anzubauen. Hierzu kann ich nur eins sagen, unbedingt nachkochen. Und wie bei jedem Video freue ich mich über eine Bewertung, empfehlt mich weiter, abonniert den Kanal, macht's gut und bis zum nächsten Mal.